Wir haben viele coole Leute in der Mannschaft. Eigentlich nur. Nicht die zwei hier, aber fast alle sind cool. Genau. Das erste Tor in der Bundesliga ist bei mir schon in Erinnerung geblieben, weil halt nicht so viele gefolgt sind. Hey, willkommen beim Füchse-Kanal. Marco und ich beantworten heute die Fragen von den Füchse-Minis. Hallo, ich bin Joel, ich bin 8 Jahre alt. Ich komme aus Berlin. Ich hatte eine Frage. Was war euer größter Traumtor? Boah. Das größte Traumtor? Das größte Traumtor? Also das, was wir bis, das, was auch in Erfüllung gegangen ist oder das, was ich mir erträumt habe? Ich erwarte meine noch. Ich erwarte du noch. Dadurch, dass ich ja nicht der absolute Goal-Getter bin, würde ich sagen, sind es bei mir ja oft auch so Aktionen, wo man dann vielleicht den Assist zum entscheidenden Tor gemacht hat oder vielleicht den 7 Meter rausgeholt hat. Aber an sowas Richtiges kann ich mich da gar nicht erinnern. Meistens, wenn dann die Erfolge gekommen sind, erinnert man sich ja meistens nur an den Erfolg selbst und gar nicht so, wie das überhaupt passiert ist. Also das ist ja meistens bei mir zumindest Nebensache dann. Ich glaube, in der Jugend, als wir wichtige Spiele hatten und dann, es war, glaube ich, nicht mal der Entscheidende am Ende, sondern eigentlich waren wir nicht mal Favorit in dem Fall, war gegen Flensburg. Und dann kurz vor der Pause quasi so ein Last-Second-Treffer. Da ich nicht so viele Tore auf so hohem Niveau geworfen habe, bleiben die vielleicht ein bisschen mehr in Erinnerung. Und ich glaube schon, das erste Tor in der Champions League oder das erste Tor in der Bundesliga ist bei mir schon in Erinnerung geblieben, weil halt nicht so viele gefolgt sind. Von daher würde ich die nennen. Hast du den anderen im Team schon mal einen Streich gespielt? Du? Sicherlich. Boah, Streich gespielt. Also wir hatten mal jemanden, der hat das regelmäßig gemacht, der Dennis Bollerich. Der fand es immer ganz lustig, Schuhe zu verstecken oder die Bälle irgendwie woanders hinzupacken. Und dann hat man die noch vor dem Training gesucht. Da hat er sich totgelacht. Aber so, da bin ich jetzt nicht so derjenige. Das sind Kleinigkeiten, aber jetzt nicht so einen richtigen Streich. Ne? Marcel macht das beim Ja, Marcel streckt immer. Ja, und er macht kleine Dinge so. Ja? Ja, du hast lange Zeit nicht mit uns, aber... Ja, ich weiß, ich weiß nur, das machst du immer, wenn du quasi durch eine dunkle Tür oder so läufst. Ja. Er liebt das machen. Und da ich das er halt so ist, schickt man da gut und gerne. Ja. Wer ist bei euch der Coolste? Robert Lewandowski. Würdest du sagen, wer ist der Coolste? Vielleicht einer der coolsten, aber dem man das gar nicht so zutraut oder unterschätzt, ist, glaube ich, schon unser Torhüter-Trainer, Dejan Peric. Aufgrund seines Alters, aber aufgrund auch seiner Erfahrung, seines Auftretens, ist er manchmal schon eine sehr coole Sau. Wenn er dann sogar noch im Licht steht und seine Brille sich dunkel färbt und zu einer Sonnenbrille wird, dann kann das schon zu sehr amüsanten Situationen kommen. Und er kommt immer wie so ein serbischer Pate manchmal rüber, was, glaube ich, schon sehr cool ist. Das stimmt, serbischer Pate fand ich, das bringt auch einen Punkt, ja. Das ist eine sehr gute Wahl. Wer ist die Coolste? Mhm. Weißt du, wer zieht aus cool so? Lasse kommt immer. Maser manchmal. Maser, ja. Aber cool, glaube ich, ist Banda. Banda ist Charakter einfach cool, weißt du? Ja, okay. Er kommt rein, macht Spaß, macht dies und dann... Einfach. Geht zu essen offen, und dann. Ja. Geht zu essen, ja. Okay. Wir haben viele coole Leute in der Mannschaft. Eigentlich nur. Nicht die zwei hier, aber fast alle sind cool. Genau. Müsst ihr im Spiel auch manchmal auf Toilette? Ich musste noch nie auf Toilette. Ich muss aufs Klo im Spiel. Kommen wir zur Frage. Diese Frage von mir schon, glaube ich. Muss ich nicht, aber danach und davor. Ja, vor, in Halbzeit nach kommt. Aber jeder Pause quasi. Ja, gute Frage, aber ich denke, dass die Adrenalin ist zu hoch zu denken, oder? Also ich weiß nicht, wie es als Trainer so. Das schafft man schon ganz gut vor Anpfiff oder in der Halbzeitpause. Einzuhalten. Aber wir hatten mal einen Spieler, der war wirklich bei jedem Warnmachen ist der rausgelaufen und musste dann erstmal auf Toilette. Und das war so sein Ritual. Dann war der einfach weg. Jeder hat seine eigenen Rituale, glaube ich. Ja. Aber im Spiel. Ich musste noch keinen auswechseln, weil er auf Toilette musste. Ja, ich manchmal. Ja? Am Anfang, ja.
Am Anfang als Neuer. Aber das weißt war, ja, weil du, so ja, du hast, ja, das ist jetzt was anderes. Das ist etwas anderes, ja. Aber du so kennst ja Schmetterlinge, oder? Nee, ja. In die Bauch, oder wie sagen sie? Ja, das ist eher bei der Liebe, aber. Okay, nächste Frage. Wann hattest du den ersten Kuss? Den ersten Kuss. Jetzt kann man nur verlieren jetzt, ne? Bei der Frage. Letzte Woche, oder? Mit Master. Für mich noch nicht ganz so lange her wie für dich wahrscheinlich. Ja, auch. 4, 5 Jahre nicht mehr. Ich denke, ich weiß. Ich war 15 Jahre alt. Ich denke, 15,5. Ja, ich war 14. Ja, ein bisschen früher als ich. Mit 14 würde ich sagen. Würde ich auch sagen, 14, 15. Dann war eine große Pause bis nächste. Bei dir? Ich denke, ja. Die Enttäuschung war zu groß für sie. Danke, Paul. Danke, Paul! Du bist nicht mehr Legende für mich. Nee. Ja, Mann, das ist ein Zeichen. Schneiden wir das so, nur dass seine Antworten reinkommen, oder was? Vielen Dank fürs Anschauen. Jeden zweiten Freitag kommt um 17 Uhr auf dem Kanal ein neues Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. War okay? Ja, war super. Danke. Sorry.